Oh. Was war das denn? Warte, du bist gerade voll in den. Mach. Ich weiß gar nicht, voll in die Luft gesprungen. Aber mega in die Luft gesprungen. Es war sehr realistisch. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt, welches sich jetzt GTA Online nennt, und diesmal machen wir Deathmatch. Einmal mit dem Herr Taner. Hallo. Und einmal wieder mit dem Acer. Mittlerweile schon die dritte Hallöchen. Folge. Hallöchen. Ja, mittlerweile auch schon die dritte Folge. Und ich bin gerade überlegen, deine Wette. Ja, auf wen soll ich denn wetten? Das ist die Frage. Also ich habe auf mich selber gewettet, ne? Ich Egoist. Ja, das ist... ob du so gut bist, das weiß ich natürlich nicht. Das müssen wir erstmal gucken hier. Vom Level her würde es passen, aber ich meine... Wir haben ja keine eigenen Waffen genommen, das ist ja... Ja, das ist wohl wahr. So, und jetzt geht's darum, sozusagen euch auszulöschen. Bin gespannt. Ich hab Kampfgewehr aufgenommen mit dir. So, all die zwei Gegner. Deathmatch. Innerhalb von 10 Sekunden, oh mein Gott. Hä, aber ich sehe euch ja trotzdem noch auf der Map bisher. Ich dachte, ich hab's ausgestellt. Ah, hast du gut gemacht. Ach du Scheiße, da bist du ja. Knuddelt da zuerst jemand. Wo bist du denn? Genau, gib dir mir einen Headshot. Ah, okay. Ach ja, Leute, ich muss noch was erwähnen. Ja. Klackschuss im Foto. aber nur bei GTA. Nur bei GTA, genau. Das ist wohl wahr. Ja. So, ich habe einen Kill, der hat Auszahlung. Eine Auszeichnung Absahner. Wow, super, herzlichen Glückwunsch. Die habe ich jetzt leider nicht erhalten. So, oh, das ist sehr gut. Ich habe gerade eine Panzerung erhalten. Das ist schon mal positiv. Mal gucken. Ich weiß natürlich nicht, wer ist. Also bei Florian muss ich mal ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin der in Rot. Ja. Der in Rot. Ich habe eigentlich voll die... Also voll den guten Tarnanzug hier, ne? Oh nee, wer schießt denn da jetzt schon wieder? Ja, alles klar. Nicht traurig sein. Nicht traurig sein, okay? Nicht traurig sein. Ey, ich war doch hinter der Mauer. Ah, du bist... Ah, scheiße. Du musst dich ein bisschen zusammenreißen hier mit denen. Aber ich verstehe gerade nicht, was ich jetzt nicht verstehe. Du hast jetzt 3 Kills, ich habe doch gerade jemanden gekillt. Ja, du hast doch 1 Kill. Nee, ich habe 2 Kills, ich hatte ihn ja zweimal getötet. Ja, alles klar, boah Junge, der ist so behindert, der Typ. Ja, ich höre, manchmal nervt Florian wirklich ein bisschen hier, ein bisschen zumindest. Ey, ihr wolltet ein Deathmatch machen und ich habe auch... Ach, geschnuddelt. Ja, ich hatte aber auch gar keine Waffen mehr, ich hatte nur eine scheiß Waffe. Ja. Alter, wie geht das denn mit der Gesundheit? Ja, ich habe gerade eine super Waffe gefunden, das ist natürlich der Vorteil. Da muss man immer ein bisschen gucken. Ja. Ich seh nur nicht deine Beine. Ah, ich habe nämlich ein Ding, eine Panzerung. Hahaha. Oh. Ey, ihr scheiß Lacker, Alter. Ich habe euch beide... wieder gekittet und dann haut ihr hinter die Ecke. Alter! Da wollte er, ey, ohne Spaß, da wollte er von hinten ankommen, ne? So von der Ecke. So wie ich? Ein scheiß Ey, wie viel hältst du auszustellen mit deiner Panzerung, Alter? Ja, ey, jetzt mal ganz kurz. Acer, wie viel hast kurz. Du jetzt schon... Ja, viel ich glaube, Acer hat 0. Ich hab 5 und du hast 4. Ja, Mann. Warte. Laut. Ja, Acer hat wirklich 0. Er hat 0. Ah, Matchup, was hat hier? Ja, genau. Ja, aber ich glaube, er muss immer 2 töten, um das, glaube ich, dann zu töten. Ja, so eine Ratte, Alter, er hat ein Auto und überfährt mich in die Ratte. Ernsthaft? Ich hatte auch einen Kill. Ja, ich konnte da nicht mehr raus. Er hat mich in so eine Ecke gefahren und ich konnte einfach nicht mehr weg. Ich konnte keine Waffe ziehen. Ich hatte auf der einen Waffe keine Ziel mehr. Richtige. Ja, ich weiß schon was. Ja, ich wollte gerade sagen. So kacke, wenn einfach das spawnt, wo ich gerade bin. Ich bin ja nicht gespawnt. Nein, ich meine, Flach so. Oh, von wo kam der? Oh, ey, ist das schon wieder, Alter. Ja, so. Oh, das.
Ernst? Boah, ey, ich finde das. Ja, dein Ernst, also ist mein Ernst. Ich hab dich sogar mit einer Pistole aus so einer Entfernung weggehauen. Ja, so, ich hab grad mal eben eine Benzinspur angezündet, nichts passiert. Ja, Alter, wie hältst du aus? Hast du Panzer im Boot, oder? Ja, aber sicher. Ja. Alter, nee. Mann! Ich noch mal eine holen. Oh, du Ratte! Ich hab dich nicht gesehen, Scheiße. Das hab ich dachte schon, entweder du hast kein Leben mehr. Oder aber du bist, oder du hast, siehst mich einfach nicht. Du bist, ja, du hast mich nicht gesehen. Ich bin gerade um die Ecke gegangen, wollte wieder zurück. Auf einmal sehe ich den scheiß roten Punkt da, Alter. Ich will gerade sagen, normalerweise müsstest du mich ja sehen am Hand des Punktes. Ich guck ganz halt auf die Karte. Ja, ja, okay. Alter, aber der war gemein. Der war wirklich gemein. Der war jetzt echt nicht. Du warst auf offener Straße, dafür kann. Ja, das ist wohl wahr. So. Laufe ich erstmal gegen den Tisch. Sehr gut. Ja, boah, Junge, ich höre, ich kann da. Schön hinterm Auto versteckt und ich treffe ihn trotzdem. Mal Panzerung irgendwo holen hier. Ey, wohin schießt du denn? Wo hast du denn hingeschossen? Da war jemand hinterm Zaun. Ich hab probiert durch den Zaun zu schießen, ging aber irgendwie nicht. Ja, das hat man gemerkt. Ja, 9 zu. Also ich führe mit 9, dann kommt. Ey, Schuh, ich mach einen nach dem anderen fertig hier. Was geht denn hier ab, Mann? Du machst einen nach dem anderen fertig. Mit den Nerven, ja. Ja. Jetzt doch mehr rüber. Kommst immer aus der Ecke hier. Oh. Was war das denn? Ja, du bist gerade voll in den. Mach. Ich bin voll in die Luft gesprungen. Aber mega in die Luft gesprungen. Es war sehr realistisch. Oh Mann. Was hast du da eigentlich gemacht, dass da alles brennt jetzt gerade auf dem Rasen? Ich hab gerade vorhin Benzin gelegt. Daran liegt's wahrscheinlich. Boah, Alter, wie fällst du aus? Ich geb dir einen anderen Headshot, ey. Ja, ich hab noch Hälfte des Lebens. Ey, ich hab schon eine Panzermunition ganz im Ernst. Hä? Das ist doch nicht hier so. Ah. Schönes Auto, Alter. Warum hab ich dich denn noch? Scheiße! Mann! Weil ich wundere mich, welcher Depp fährt hier gerade eigentlich mit dem Auto vorbei. Scheiße, die Auto. Ah, jetzt ist das Auto, ja. Ey, ich glaub, Acer hat 3 Kills. Nun, 3 Mal hat er mich gekillt. Ja. Okay. Hä? Oh, fail. Hi. Oh, ganz. Hä? Mann! Oh! Ey, ich schwöre, das war ein Doppelgang. Bei mir steht, du dominierst Knuddels. Ah, toll. Ja, du hast. Ja. Du hast schon einige Kills auf jeden Fall gebracht. Ja, Acer versteckt sich ja die ganze. Naja, wer wird denn hier hinter mir gespawnt? So eine Scheiße. What the fuck? Alter, knuddelt Sound hier gerade richtig ab, weil er hinter uns beiden ist. Boah, weißt du, wir liefern uns gerade ein Duell und er kommt von hinten an, die Pussy. Ja, ich komm von hinten an, ja, das ist bekannt. Alter, wer. Hä? Ja, das gefällt dir. Oh, nee. Oh, das hab ich auch nicht gesehen. Scheiße. Mano. Oh nein. Tschüss. Ja, jetzt wird der hier, der wird da gespawnt, genau. Mann, so eine Scheiße, dann hat er so eine geile Waffe auch noch. Ja, ich weiß. Das heißt, keine Waffe, okay, besser, also ich habe ja eine Pistole gerade gehabt. Ey, kommt da wieder mit Auto, Alter. Ja, richtig. Der ist gerade mit Auto. Alter, er ist zu doof, jemanden umzufahren, ohne Spaß. Mann. Ah ja, ich habe auch noch 10% Leben gerade gehabt, ne, wegen dir. Ey, das war aber wirklich knapp. Ah ja, ganz ehrlich, er wird direkt neben mir gespawnt, Alter. Oh Mann, Alter. Ey, das hat schon wieder ins Auto einsteigen. Ey, hast du keine Hobbys, Junge? Mann, Junge, warte doch einfach mal kurz. Glaube ich. Nein! Warum lädt er denn erst nach, Alter? So eine Scheiße. Also das war jetzt wirklich.
Ich wollte gerade sagen, das war jetzt wirklich schlecht. Ey, jetzt checkt das schon jetzt auf. Ich hab's gesehen, ohne Spaß. Ja, was bringt ihm das denn, Alter? Das ja, vor allem verkackst du trotzdem die ganze Zeit. Das ist das Schlimme. Das oh, fuck! Ja, aber Herr Tanner hat mich erschossen. Aber ich hab dich. Nee, Moment, ich hab dich umgebracht und. Ey, ohne Spaß, ja, ich führe mittlerweile. Einem Punkt, mit einem Punkt. Ich führe mittlerweile und wir gehen langsam aufs Ende los hier. Ich bin jetzt hier. Boah, so eine. Ey, ich höre, jetzt reizt mir. Jetzt reizt. Oh, Mann! Warte mal ganz kurz, Florian. Ich will mal kurz was machen. Ah, Mann, wie schaffe ich das denn? Ich wollte ihn aussteigen lassen. Ey, ich glaube, Acer will gerade wegfahren oder so. Oh Mann, oh, ich wollte mich rausziehen. Ah, oh, scheiße. Ich habe gar keine Waffen mehr, scheiße. Ja! Erster! Ja. Ah, egal. Ja, das habe ich gut gemacht. Das habe ich sogar sehr gut gemacht. Oh Mann, oh Mann. Oh. Also das riecht auf jeden Fall irgendwann nach Revanche, Alter. Das ist ja, so absolut, ich bin wohl Gewinner. Also ich muss wirklich mal ganz ehrlich sagen, um es mal zusammenfassend zu sagen, Acer hat ganz Zeit verkackt. Ja, ganz einfach. Und Herr Tana, ja, der hat sozusagen immer hinterhältig. Aber versucht. Guck mal, die wenigsten Tode hatte ich, ja, also... Ja, stimmt. Ja, nee, oh. Ja, okay. Und guck mal bei Acer. Ja, super. Oh. Klasse. Wollen wir zum Abschluss noch einen schnellen Fallschirmabsprung hier machen? Hier Fallschirmsprung. Das ja, geht ja, machen. Dauert ja ganz schnell. Ja, das können wir machen. Ein da hat vielleicht Acer auch mal eine Chance zu gewinnen. Ja. Ja, ich glaube nicht, aber wir gucken einfach mal. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, auf jeden Fall. Müssen wir öfter mal bringen. Genau. Wenn den Zuschauern irgendwas einfällt, was wir noch machen können, irgendeine Map ausprobieren beim Deathmatch oder so, schreibt die einfach in die Kommentare und dann ist gut. Dann probieren wir die auf jeden Fall mal aus. Ja. Genauso wie Rennen oder so wollen wir auch demnächst machen. Könnte ja auch eigene Rennen sein. Also wenn ihr eigene Rennen gemacht habt, dann schreibt sie in die Kommentare, nehmt mit Plaxo Kontakt auf und dann werden wir die auch öffentlich hier ausprobieren. So ist es nicht. Genau. Du kannst irgendwie starten. Okay, ja, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Also wenn euch irgendwas einfällt, was ihr unbedingt sehen wollt und was wir auch sagen, ja, das könnte wirklich cool sein, dann sehr, sehr gerne. Ich denke, da wird nichts gegensprechen. Und eben mal eine Wette widersetzen. Wie viel hast du auf dich gesetzt? Ah, 500, Alter. Ich hab 10.000 beim Deathmatch auf mich gesetzt, ne? Ja, das Problem ist, ich hatte vorher nicht so viel Geld. Ich hatte, glaube ich, nur 500 oder so. Ja, ich hab 10.000 Wettverlust gemacht und irgendwie 9.900 durch dieses Deathmatch gewonnen. Also ich hab eigentlich plus minus null gehabt. Okay. Und Acer, du weißt ja, wenn du Dreieck drückst, hast du so eine Rauchspur bei dir, ne? So. Wow. Hui. Geht es jetzt um also, Schnelligkeit oder worum geht's? Oder geht's es geht um Punkt, es geht um Schnelligkeit und Punkt. Also ich glaube nur um Punkt. Du musst halt schon irgendwie durch diese Ringe durchfliegen. Ah ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das hatten wir doch mal hier mit ein paar anderen gemacht, mit Dennis und Co. Ja. Ah nee, Quatsch. Du hast ja erst seit kurzem die PS4. Also GTA für die PS4. Eben, ich glaube, wir hatten es mal für die PlayStation 3 gemacht. Das könnte gut sein. Ja, das ist auf jeden Fall. Da hatten wir ja sowieso öfter mal was gemacht. Genau. Aber ansonsten... Wow. Ja, ich muss mich erstmal hier ein bisschen wieder eingewöhnen an die Steuerung, aber das sollte funktionieren. Ihr wisst ja, im Dreieck habt ihr so eine Rauchspur hinter euch. Ich glaube, das stimmt nicht, oder? Ich glaube, wir fangen... Ah, ich komme hier nicht durch, Mann. Ich komme da nicht rein. So. Du kommst doch sonst überall rein. Soll ich es wirklich ausprobieren? Nee, es ist ein Spaß. Ne? Es ist wirklich ein Spaß. Ja, Mann. Ich wollte eigentlich nur Acer verarschen. Schade, Erz. Ich sehe euch gar nicht mehr. Mann, ist das peinlich. Bist du Erster, oder was? Also bist Nein, du ich unten? Bin ganz hinten, Ich bin ganz hinten. Ach so? Aber ich durch diese... Scheiße. Bist du gestorben, oder was? Wie kannst du denn... Hast du wirklich Dreieck gedrückt? Nein, ich hab am Ende bin ich zu hart aufgeschlagen. jetzt komm.
Ja! Du hast 110 Punkte, ich habe jetzt schon 115 und habe noch irgendwie drei Ringe vor mir. Na toll. Ja, die 10.000 haben sich gelohnt. Ja, die 10.000 haben sich gelohnt. Ja, toll. Ich bin cool jetzt, ich kann nicht mal hier. Dann würde ich wohl sagen, hat Herr Tana hier gewonnen, ne? Ja, noch nicht, ne? Also ich bin ja noch nicht im Ziel. Ich schaffe nicht in den Kreis zu landen, hast du gewonnen, glaube ich. Ja. Vielleicht komme ich auch zu hart auf, genauso wie Acer. Mal gucken. Nee, du landest. Ja, landest. Ey, aber das hast du echt präzise gemacht. Ich habe, ja gut, ich habe wirklich perfekt in der Mitte. Das Ding ist, ich habe einfach auf Schnelligkeit geachtet. Ich wollte irgendwie nur schnell runter und ja, ich habe übrigens 1-1-0 Punkte. Das ist irgendwie beängstigend. Naja, gut, Fallschirmsprung. Aber da werde ich ein bisschen üben mal für den nächsten Fallschirmsprung. Also. Und ich für den nächsten Deathmatch. Ich muss ja hier gegen dich eigentlich ankommen. Ist ja peinlich. Scheiße, jetzt habe ich die 500 wieder verloren. Übrigens, mit anderen Worten, Herr Tana hat gewonnen, ich habe gewonnen und Acer hat zweimal verloren, mit anderen Worten. Ja. kann man so stehen lassen. Ja gut, wunderbar. Dann haben wir zwei coole Sachen gemacht. Und ich würde mal an der Stelle einfach mal sagen, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, Acer, gib einen Daumen hoch. Alter. Aber ich, an seiner Stelle würde ich auch einen Daumen runtergeben, bei seiner, naja, okay. Bei seiner Leistung auf jeden Fall. Bei seiner Leistung auf jeden Fall, genau. Genau, also, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid dabei. Vergisst nicht Daumen hoch und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Interessen habt, Ideen habt, schreibt es in die Kommentare.